Ich rufe auf den Antrag mit der Drucksachennummer 20-629 der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Wissenschaft und Forschung stärken, Studium und Lehre ausbauen, Einigung zur Fortsetzung der Bund-Länder-Programme ist eine gute Nachricht für den Standort Hessen. Vereinbarte Redezeit auch hier 10 Minuten und ich darf das Wort erteilen der Kollegin Eisenhardt für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Verehrte Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit den Bund-Länder-Pakten und dem Hessischen Hochschulpakt stellen wir die Weichen für die Zukunft unserer Hochschulen, aber auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. Denn wir brauchen ein funktionierendes Wissenschaftssystem mit starken Hochschulen, um Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine akademische Ausbildung, und auch Wirtschaft und Gemeinwesen fordern akademische Abschlüsse. Die Zahl der Studierenden ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Seit 2011 befinden wir uns auf einem Hochplateau von jährlich 500.000 Studienanfängerinnen und Anfängern in Deutschland. In Hessen setzen wir mit über 44.000 Studienanfängerinnen und Anfängern im letzten Jahr die offene Hochschule um. Dabei ist mir wichtig, wir machen uns stark, dass berufliche und akademische Abschlüsse in unserer Gesellschaft als gleichwertig angesehen werden. Neben der steigenden Bedeutung der akademischen Ausbildung ist darum auch die Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem wichtig. Im Zentrum stehen immer die jungen Menschen und ihre Möglichkeiten, ihre Chancen bestmöglich zu nutzen. Deshalb ist es Aufgabe der Finanzierung der Hochschulen, zum einen eine dauerhaft große Zahl an Studierenden zu bilden, aber auch eine hohe Qualität zu gewährleisten. Das ist die Herausforderung, die wir annehmen und auf die wir im Koalitionsvertrag die richtigen Antworten geben. Der Kern der Hochschulpakte ist dabei eine dauerhafte und eine steigende Finanzierung. Wir haben uns erfolgreich dafür stark gemacht, dass die Pakte im Bund verstetigt werden und der Bund seine Mittel erhöht. Das ist ein großer Gewinn für die Hochschulen und war leider keine Selbstverständlichkeit. Als Land unternehmen wir ebenfalls größte Anstrengungen, um die Finanzierung der Hochschulen zu verbessern und haben im Koalitionsvertrag die Dynamisierung um 4% jährlich vereinbart. Das schafft gemeinsam. Das schafft gemeinsam mit der Einführung eines Sockelbetrags Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit wird sich positiv auf die Betreuungsrelation und die Beschäftigungsbedingungen auswirken. Das sind die beiden politischen Ziele, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und verfolgen werden. Die Zahl von Professuren und Dozierenden zu Studierenden ist ein wichtiger Indikator für die Qualität in der Lehre. Denn sie bestimmt die Größe von Seminaren und Vorlesungen und damit auch die Möglichkeit zur individuellen Förderung. Durch die schnell wachsende Zahl an Studierenden ist die Zahl der Lehrenden nicht in derselben Geschwindigkeit gestiegen, genauso wie die räumlichen Kapazitäten. Eine Betreuung für die Abschlussarbeit zu finden, wurde schwieriger, genauso wie ein Platz im Hörsaal. Damit dies nicht so bleibt, haben wir mit dem aktuellen Nachtragshaushalt für die Folgejahre 129 Professuren zusätzlich ermöglicht. Um die Betreuung der Studierenden weiter zu verbessern, werden wir zusätzlich 300 neue Professuren schaffen und dafür auch noch einmal Mittel in die Hand nehmen. Ganz besonders sind von den Herausforderungen auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften betroffen. Denn sie leisten aufgrund der Biografien ihrer Studierenden besonders viel für Integration und Chancengleichheit. Auch hierauf wird unser Augenmerk bei den Hochschulpaktverhandlungen liegen. Wie bereits gesagt, ist die Betreuungsrelation nur ein Faktor für die Qualität in der Lehre. Wir müssen an unseren Hochschulen auch digitale, forschungsnahe und interdisziplinäre Lehre stärken. Und Hochschulen bestehen nicht nur aus Laborpraktika und Klausuren. Deshalb braucht es auch die richtigen Rahmenbedingungen für Betreuungsangebote. Ob Anlaufstellen bei Fragen für den Auslandsaufenthalt, Studieren mit Kind oder bei Diskriminierungserfahrungen. Auch diese Qualität verlieren wir neben der Betreuungsrelation nicht aus dem Blick. Denn für uns Grüne sind Forschung und Lehre an den Universitäten gleichwertig
und mit guten Studienbedingungen an allen Hochschulen leisten wir unseren Beitrag für die Perspektive junger Menschen. Doch all dies kann eine Hochschule nur leisten, wenn die Mitarbeitenden auch faire Arbeitsbedingungen haben. Wir wollen die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse reduzieren. Unser Ziel ist, dass es für Daueraufgaben auch Dauerstellen gibt. Auch Aufgaben im Bereich Internationalisierung, Familienförderung und Gleichstellung sind Daueraufgaben, und zwar genauso wie Studiensekretariate oder Bibliotheken. Diese Stellen dürften keine Projektstellen sein, auf denen sich die Beschäftigten mit Befristung von Antragstellung zur Evaluation hangeln. Die befristeten Beschäftigungen auf Qualifikationsstellen hat einen Zweck, z.B. in der Promotion. Doch auch diese muss sie gerecht werden, die Ermöglichung einer Qualifikation. Das bedeutet, dass die Befristung sich an dem Zeitraum der Qualifikation orientieren muss und einen Umfang hat, der die Arbeit an der Qualifikation auch zulässt. Es ist doch allen klar, dass es nicht möglich ist, auf einer Promotionsstelle mit 35% zu forschen, in Projekten mitzuarbeiten, Lehre zu konzipieren und durchzuführen und dabei ganz nebenbei auch noch zu promovieren. Diese Bedingungen in der Promotion sind übrigens auch ein Grund dafür, dass das die Phase ist, in der sich Frauen aus einer wissenschaftlichen Karriere verabschieden, da sie keine Sicherheit für ihre Lebens- und Familienplanung haben. Studentische Hilfskräfte leisten sowohl in Lehre als auch Forschung viel. Ohne sie wären Tutorien und die Arbeit mit großen Datenmengen oft nicht vorstellbar. Deshalb arbeiten wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, an einem Weg, ihre Arbeitsverhältnisse ähnlich einem Tarifvertrag zu regeln. Mit großer Freude habe ich letzten Freitag die Unterzeichnung der Grundsätze zur Beschäftigung des wissenschaftlichen Personals unterhalb der Professur durch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vernommen. Gemeinsam mit den Selbstverpflichtungen für wissenschaftlichen Nachwuchs, die die Universitäten bereits haben, und den Personalentwicklungskonzepten aller Hochschulen ist dies ein weiterer wichtiger Schritt und die Grundlage für einen Kodex für gute Arbeit, den wir gemeinsam mit den Hochschulen erarbeiten werden. Unser grünes Ziel ist es, dass der Kodex für gute Arbeit für alle Beschäftigte, von der studentischen Tutorin über den Doktoranden bis hin zu Angestellten in der IT, sichere und faire Arbeitsbedingungen schafft. Faire Beschäftigungsverhältnisse und ein starker akademischer Mittelbau bieten nicht zuletzt auch die Grundlage für herausragende Forschung. Zusätzlich zum Hochschulpakt wollen wir die Mittel für die hessische Forschungsförderung erhöhen und auch inhaltlich weiterentwickeln. Im Fokus der Weiterentwicklung steht die Stärkung von Kooperation zwischen den Hochschulen und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Letzte Woche, am Rande der Feier des HMWK für die hessischen ELC-Grantees, habe ich mich mit Professor Rizzola von der Goethe-Universität unterhalten. Als Astrophysiker ist er einer der Köpfe hinter dem Foto des Schwarzen Lochs. Eine riesige Forschungsleistung. Und ich freue mich, dass wir an der Goethe-Universität dafür die richtigen Rahmenbedingungen liefern können. Doch möglich war dies nur durch öffentliche Forschungsmittel, hier der Europäischen Union. Denn erst die Förderung durch den Europäischen Forschungsrat, ERC, hat es der Gruppe ermöglicht, mit ihrer Forschung zu beginnen und weitere Forschungsgelder zu akquirieren. Die Geschichte hinter dem ersten Foto eines schwarzen Lochs können Sie also als weiteren guten Grund nehmen, nächsten Sonntag Ihr Kreuzchen für Europa zu machen. Ich nehme Sie aber auch zum Anlass, deutlich zu machen, dass für Grundlagenforschung, die am Anfang einer jeden technischen Innovation steht, freie und zugängliche staatliche Forschungsförderung unerlässlich ist. Zu all diesen Zielen stehen auch Bund und Länder mit dem Anfang des Monats geschlossenen Pakten. Auch wenn ich mir mehr Geld im Qualitätspakt Lehre gewünscht hätte, ist besonders die langfristige Perspektive ein großer Gewinn für unsere Hochschulen. Unter diesen Vorzeichen haben dann auch die Verhandlungen um den Hessischen Hochschulpakt begonnen. In meinen Gesprächen in den Hochschulen in den letzten Wochen habe ich bereits mitgenommen, dass die Erwartungen und Hoffnungen groß sind. Dem wollen wir gerecht werden. Unser Versprechen an Studierende, Forschende und Lehrende ist, mit den Pakten das Betreuungsverhältnis und die Beschäftigungsverhältnisse an unseren Hochschulen zu verbessern. Ich wünsche den Hessischen Hochschulen gemeinsam mit Ministerin Angela Dorn und Staatssekretärin Aisha Assar gute Verhandlungen und viel Erfolg
dabei, die Herausforderungen von guter Lehre, fairer Beschäftigung und starker Forschung zusammenzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Fortführung des Hochschulpaktes 2020 unter der Bezeichnung Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, der am 6. Juni von den Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossen werden soll, ist ein Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht. An dieser Stelle sei angemerkt, dass dieser Pakt von nationaler Bedeutung nicht etwa von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages verabschiedet worden ist, sondern lediglich in der gemeinsamen Wissenschaftskommission von Bund und Ländern. Daher kann die adäquate demokratische Legitimation des Paktes begründet angezweifelt werden. Danke. Hinsichtlich der bisherigen Wirkung des Paktes folgen wir als AfD ganz der abschließenden Bewertung seitens des Bundesrechnungshofes. Dieser stellte fest, ich zitiere, die Ziele Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger, Säule 1 des Paktes, und bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre, Säule 3 des Paktes, sind verfehlt worden. So hat sich trotz der Bundesförderung das Betreuungsverhältnis zwischen Hochschullehrern und Studenten weiter verschlechtert. Allein in Hessen stieg die Zahl der Studenten in den Jahren 2010 bis 2018 um 33,5% auf über 262.000 an. Der Wunsch der Politik der Altparteien nach einer weiteren Akademisierung der Gesellschaft beförderte letztlich einen Akademikerwahn, den die Hochschulen nicht befriedigen können und welchen die Unternehmen mit fehlenden Auszubildenden beklagen. Dabei hält der Personalbestand in den Hochschulen nicht mit deren weiterer Vermassung Schritt. Dieser konnte nämlich nur um 12,2% auf etwa 50.000 erhöht werden. Das hört sich im ersten Moment zufriedenstellend an. Steigt man dann jedoch etwas tiefer in die Materie ein und schaut sich das Betreuungsverhältnis zwischen Professoren und Studenten an, wird deutlich, warum Hessen im Jahr 2017 abgeschlagen auf Platz 15 im Vergleich von der 16 Bundesländer rangiert. An unseren Universitäten kommt auf einen Professor durchschnittlich etwa 72 Studenten. Auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Hessen sieht es nicht besser aus. Damit werden Sie, Frau Ministerin Dorn, sicherlich nicht, wie es der damalige Ministerpräsident Roland Koch noch im Jahr 2007 vollmundig versprach, Hessen zum modernsten Hochschulstandort in Deutschland aufbauen können. Vielmehr hat die Bildungspolitik von Schwarz-Grün dem hessischen Hochschulstandort einen schweren Schaden zugefügt. Gerade durch das miserable Betreuungsverhältnis geht vielfach Quantität vor Qualität. Oder anders ausgedrückt, das Niveau der akademischen Bildung nimmt immer weiter ab. Leidtragenden sind einerseits die Studenten, denen keine qualitativ hochwertige Ausbildung mehr zuteil wird. Nicht von ungefähr brechen fast ein Drittel von ihnen ihr Studium vorzeitig ab. In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ist die Abbrecherquote noch deutlich höher. Andererseits sind immer weniger Professoren in der Lage, Forschung und Lehre angemessen zu betreiben, da sie sich vermehrt um Verwaltungsaufgaben, Prüfungen und Sprechstunden kümmern müssen. Es ist nun an der Zeit, zahlreiche neue Professorenstellen einzurichten. Denn es kann und darf nicht sein, dass in Hessen und anderswo kostengünstiges Lehrpersonal mit hoher Lehrverpflichtung die fehlenden Professorenstellen ersetzen. Kommt dies dennoch zum Tragen, dann ist die Umsetzung des Ideals der Einheit von Forschung und Lehre erheblich gefährdet. Und das wollen doch weder Sie noch wir, oder? Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die bisherigen finanziellen Zuwendungen des Bundes von 13.000 € für jeden Studienanfänger haben nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Denn Länder wie Hessen sind nicht verpflichtet, ihren Grundmitteleinsatz den steigenden Studentenzahlen anzupassen.
Es wäre zielführender gewesen, wenn der Bund die Finanzmittel nicht nach dem Gießkannenprinzip zur Verfügung gestellt hätte, sondern die Studienplätze differenziert nach ihren tatsächlichen Kosten fördern würde. Doch was hat Hessen gemacht? Gemäß dem Bericht des Bundesrechnungshofes hat Hessen mit seinen Hochschulen eine Rahmenvereinbarung getroffen, wonach die Hochschulpaktmittel für den Erhalt von Studienplatzkapazitäten oder für die Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger eingesetzt oder zum Abbau von Stellen genutzt werden können. Das widerspricht den Zielsetzungen der Bund-Länder-Vereinbarung und ist zudem völlig kontraproduktiv. Nehmen wir ganz konkret das Beispiel der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Laut Kapazitätsberechnung ist die Hochschule für 8.000 bis 9.000 Studenten ausgelegt. Derzeit studieren dort 13.700. Sie sehen hieran, dass offenbar einiges falsch läuft. Wenn das Ministerium für Wissenschaft und Kunst frühzeitig den unterfinanzierten Hochschulen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt hätte, dann hätten die Kapazitäten der Hochschulen jeweils in angemessener Weise ausgeweitet werden können. In diesem Fall ließ sich auch die im Raum stehenden neuen qualitätsorientierten Parameter leichter umsetzen. Denn künftig ist die Mittelvergabe des Bundes von der Anzahl der Studenten in der Regelstudienzeit, der erzielten Absolventenquote sowie der Anzahl der Professoren an einer Hochschule abhängig. Mit der Verstetigung der Bundesmittel besteht zugleich die Gefahr, dass die Kulturhoheit der Länder erodiert. Dabei war und ist es bis heute gerade die Regionalisierung des deutschen Bildungswesens gewesen, die zur Stärkung der Bildung beitrug und in ihrer Wirkung Deutschland zu einer der modernsten und stärksten Wirtschaftsmächte aufsteigen ließ. Aus der Geschichte lernen bedeutet hier, den Ländern Bundesmittel nicht auf Dauer zu gewähren. Damit in Hessen wieder förderliche Bedingungen für Forschung und Lehre geschaffen werden können, muss vielfach die Grundfinanzierung deutlich erhöht werden. Die geplante Aufstockung der Grundfinanzierung der Hochschulen um jährlich 4% reicht aber nicht aus, denn diese kompensiert gerade einmal die Inflationsrate und die zu erwartenden Lohnsteigerungen. Um wieder wettbewerbs- und zukunftsfähig zu werden, müssen vielmehr erstens die Betreuungsrelation deutlich verbessert, zweitens kluge Köpfe an unseren Hochschulen geholt, drittens in die Infrastruktur neue IT-Sicherheitssysteme und Digitalisierung investiert werden. Und viertens, nicht zuletzt das Budget für Sanierung und Neubauten deutlich erhöht werden. Erst wenn die Hessische Landesregierung einen zusätzlichen Milliardenbetrag hierfür in die Hand nimmt, lassen sich auch die Studienbedingungen und die Qualität in der Lehre deutlich verbessern. Dazu bedarf es aber Mut und Willenskraft, und diese vermissen wir. Gleichzeitig muss es aber auch wieder zu einer Einschränkung der Promotionsmöglichkeit kommen. Denn wenn der Unterschied zwischen den traditionell grundlagenorientierten Universitäten und den primär anwendungsorientierten Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter verwischt wird, führt dies in Richtung der Einheitshochschule. Diese lehnen wir strikt ab. Der bewährte Unterschied zwischen Universität und früherer Fachhochschule muss gewahrt bleiben. Denn nur so lässt sich auch die langfristige Verschulung der Universitäten verhindern und die Freiheit der Wissenschaft bewahren. Wir von der AfD setzen daher weiter auf die Umsetzung des bewährten Humboldtschen Bildungsideals. Wilhelm von Humboldt propagierte die Einheit von Lehre und Forschung sowie die Eigenverantwortung der Studenten. Er lehnte jedoch eine Erziehungsaufgabe der Hochschulen ab. Vielmehr haben die Dozenten wie die Studenten einzig der Wissenschaft, das heißt der Gewinnung objektiver Erkenntnis zu dienen und nicht etwa dem schnöden Mammon zu huldigen, der uns heute in Gestalt des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken heimsucht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächster Redner ist für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Dr. Büger. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden hier zumindest im Antrag, nicht vielleicht in Ihrer ganzen Rede, Frau Eisenhardt, über den Hochschulpakt und eigentlich genau genommen
reden wir ja über zwei Hochschulpakte, den Hochschulpakt des Bundes, den Hochschulpakt 2020 und den noch abzuschließenden Hochschulpakt des Landes. Beides vermischen Sie in Ihrem Antrag, und ich muss persönlich sagen, ich halte das für sehr wenig zielführend. Zum Hochschulpakt des Bundes will ich hier nur so viel sagen, dass er wohl nicht ausschließlich das Verdienst dieser Landesregierung ist und dass er das Problem hat, dass er nach wie vor vom Grundsatz her nur befristet ist und damit für die Bundesmittel gar keine unbefristeten Stellen, das wissen Sie auch genau, geschaffen werden können, auch wenn Sie das ja in Ihrem eigenen Koalitionsvertrag bemängeln. Zweitens, die Wechsler zwischen den Hochschulen nicht korrekt finanziert werden, geht im Übrigen besonders zulasten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber, und das wollen wir konstatieren, letztendlich wurde es Zeit, dass hier endlich eine Lösung gefunden wurde mit dem bundesweiten Hochschulpakt, die den Hochschulen eine gewisse Planungssicherheit gibt. Das begrüßen wir ja auch. Aber nun zum Hessischen Hochschulpakt. Wir sind ja auch im Hessischen Landtag. Dazu möchte ich zunächst einmal feststellen, ein Vertrag, Hochschulpakt ist ein Vertrag, ist üblicherweise das Ergebnis von Verhandlungen, und zwar die Ergebnisse offen und auf Augenhöhe geführt werden. Dies scheint bei Ihnen offenkundig nicht der Fall zu sein, und zwar nicht nur, dass Sie wesentliche Ergebnisse des neuen Hochschulpakts bereits im Koalitionsvertrag vorwegnehmen. Sie loben bereits die Ergebnisse eines Paktes, obwohl dies überhaupt noch gar nicht abgeschlossen ist. Ich halte das für absolut skurril. Für absolut skurril. Damit machen Sie die Hochschulen, damit, Herr Wagner, machen Sie die Hochschulen von Verhandlungspartnern, ach Herr May, entschuldigen Sie, machen Sie sie von Verhandlungspartnern zu Bittstellern. Dazu degradieren Sie sie, die am Ende auf die Gnade der Koalition angewiesen sind. Das widerspricht grundsätzlich der Idee, die eigentlich hinter dem Hochschulpakt stand, wie er im Jahr 2000 von Ruth Wagner eingeführt wurde, schwarz-grün wirkt. Ja, leider, muss man hier sagen. Aber ist denn das, was hier gnadenhalber von oben auf die Hochschulen zukommt und für das ich Ihren Antrag so loben, wenigstens gut? Lassen Sie mich kurz auf den Status quo gehen. Eigentlich soll der Hochschulpakt pro Student einen bestimmten Betrag garantieren, mit dem das Studium in einem entsprechenden Fach bezahlt werden kann. Die Zahl der Studenten, die in die Rechnung einfließen, ist aber gedeckelt. Und das führt dazu, dass an einzelnen Hochschulen, ganz besonders an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, bis zu einem Drittel der Studenten ausgebildet werden, für die die Hochschulen überhaupt gar kein Geld bekommen. Und dieser Anteil hat sich in den letzten Jahren stetig vergrößert. Und er führt im Übrigen dazu, dass tatsächlich die Mittel pro Studierenden nur noch auf dem Papier stehen und tatsächlich jährlich gekürzt wurden. Und, meine Damen und Herren, bei 30% nicht bezahlter Studenten ist ein 4%iger Aufwuchs, den Sie ja so in Aussicht stellen, bei weitem nicht ausreichend, wenn man die Kappung nicht aufhebt oder zumindest massiv erhöht. Anzukennen ist wenigstens die Einsicht, dass die Grundfinanzierung verändert werden muss. Aber bitte schön, meine Damen und Herren von der Koalition, bedarfsgerecht und im Dialog mit den hessischen Hochschulen nicht von oben herab. Und das hat dann Folgen für die Qualität. Bei der Betreuungsquote weiß man von Ihnen auch als eine wichtige Messzahl, sicher nicht die einzige, aber als eine wichtige Messzahl erwähnt, liegt Hessen, wurde auch schon gerade erwähnt, auf Platz 15 von 16 Bundesländern. Sie haben bei Qualität gesprochen von den Herausforderungen, die wir annehmen. Ja, wie denn? Es zeigt sich doch hier der schwarz-grüne Mühlstein um den Hals der hessischen Hochschulen. So kommt die Hochschule mit der schlechtesten Relation deutschlandweit, der schlechtesten Relation zwischen Professoren und Studierenden von 1 zu 75, und selbst mit allen Lehrbeauftragten ist es noch 1 zu 60, aus Hessen, nämlich die Technische Hochschule Mittelhessen. Und es ist umso erstaunlicher, dass in dieser Situation die Technische Hochschule Mittelhessen in einigen Rankings gut abschneidet. Das verdankt sie aber sicherlich nicht dieser Landesregierung, sondern dem hohen Engagement ihrer Mitarbeiter, für das wir herzlich danken. Der politische Mühlstein wirkt aber auch bei der Forschung. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Hessen bei der letzten Exzellenzinitiative deutlich zurückgefallen ist. Hier benötigen wir endlich eine Zukunftsstrategie, die dafür auch die Kooperation mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen aufgreift und die endlich Schwerpunkte setzt. Also dürfen wir festhalten, nach 5 Jahren schwarz-grüner Koalition sind die hessischen Hochschulen zum Stiefkind der Landespolitik geworden.
Die Hochschulen, das merken wir im Gespräch, die trauen sich ja schon gar nicht mehr, das zu fordern, dass sie da hinkommen, wo sie im Jahr 2003 einmal standen, als die FDP noch die Führung in der Hochschulpolitik hier innehatte. Loben kann die Koalition, schauen Sie in Ihren Antrag, gerade noch einmal Bund-Länder-Programme, weil sie nämlich in Hessen ihre Hausaufgaben nicht richtig macht. Dabei wäre es so wichtig, dass wir bei Forschung und Lehre vorne dabei sind. Da haben Sie ja sogar recht. Denn wir wissen, dass das Grundlagenwissen von heute, die Innovation von morgen und der Wohlstand von übermorgen ist. Wir wissen, dass wir an Fachkräftemangel hineinlaufen und im Wettbewerb mit den besten Köpfen zurückfallen, wenn wir hier nicht besser ausbilden. Und wir wissen, dass viele Absolventen ihren ersten Job in der Nähe ihres Studienorts suchen und jeder erfolgreich ausgebildete Absolvent über seine Steuerkraft, Herr Finanzminister, deswegen auch mehr einbringt, als er vorher gekostet hat. Deshalb ist es fatal, dass den Hochschulen nach Gutsherrenart und ohne Verhandlungen 4% in Aussicht zu stellen, ohne eine Zukunftsstrategie für den hessischen Hochschul- und Forschungspolitik zu entwickeln, die die verschärfte Misere dann am Ende auch lösen könnten. Da hilft es übrigens auch nicht, wenn behauptet wird, Hessen gebe ja in Euro gerechnet mehr für Hochschulen aus als je zuvor. Ja, das stimmt, aber erstens sind Gehälter, Raum- und Energiekosten auch gestiegen, und zweitens ist die Zahl der Studenten viel schneller gestiegen als alle ihre Budgets. Wenn wir aber bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, auch das wurde ja angedeutet, wo besonders viele Studierende nicht finanziert werden, die Zahl der maximal finanzierten Studenten an die Realität wenigstens ein bisschen angleichen, da muss der Sprung ja deutlich größer als 4% heißen. Und das bedeutet, so Gesetz der kommunizierenden Röhren im Umkehrschluss, dass für die Universitäten weniger als 4% übrig bleiben, weil sie ja insgesamt nur 4% draufsetzen. Bei einer Kostensteigerung von rund 2% bedeutet das am Ende, dass hier an den Universitäten kein Cent für einen zusätzlichen Professor übrig bleiben wird. Die Entfristung im Übrigen der 129 Professoren, die Sie so loben, die war überfällig. Sie schafft aber keine einzige zusätzliche Stelle an einer hessischen Hochschule. Nötig wäre, dass das Land in die Steigerung der Qualität investiert und es nicht nur hier in Reden sagt. Und damit meine ich gute Forschung und Lehre. Ein auf Kante genähter Massenbetrieb kann das nicht. Wo sind denn z.B. die Programme, mit denen Hochschulen für gute Lehrer belohnt werden hier in Hessen? Wir suchen sie. Wenn überhaupt inhaltliche Punkte im Koalitionsvertrag angesprochen werden, dann geht es um die Entfristung von Stellen und um mehr Frauen als Professoren. Im Übrigen, gegen beides habe ich nichts. Aber für die Qualität hat das keine Auswirkung. Denn wir sind uns doch hoffentlich einig, dass ein Professor nicht besser oder schlechter ist, ob er Mann oder Frau ist. Und wenn Sie dann die 150 Millionen € aus dem Bund-Länder-Pakt in Ihrem Antrag, die für innovative Lehrformen nennen, dann verschweigen Sie, dass der hessische Teil kaum 1% der gesamthessischen Hochschulmittel ausmacht. Damit werden Sie wohl kaum 99% der Lehrer verbessern. Auch das muss man festhalten. Ganz bedenklich sind, und das möchte ich am Ende sagen, alle Versuche, in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen, die in letzter Konsequenz wichtige Teile unserer Forschungslandschaft gefährden würden. Ich denke und ich befürchte, hier werden wir in den nächsten Jahren noch einige Diskussionen miteinander haben. Vor diesem Hintergrund klingt es schon zynisch, wenn Sie im Koalitionsvertrag von einem, ich zitiere, Beitrag des Landes zur Stärkung der Hochschulen und einer verlässlichen Finanzierung sprechen. Meine Damen und Herren, der Hessische Hochschulpakt ist noch nicht einmal verhandelt, aber der grüne Zeigefinger ist ganz offensichtlich schon sichtbar. Deswegen, meine Damen und Herren, und damit komme ich zum Schluss, wir brauchen endlich wieder einen großen Schritt nach vorne in der hessischen Hochschulpolitik. Sie treten aber, und das zeigt sowohl Ihr Antrag als auch Ihre Rede, nur auf der Stelle, und Sie feiern sich selbst. Das ist deutlich zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sommer für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für den Antrag zur Fortführung des Hochschulpaktes. Endlich ist er in Aussicht. Denn es gab Befürchtungen, dass Stellen und neu eingeführte Studiengänge in Hessen nicht weitergeführt werden können. Und ich kann Ihnen sagen, die Hochschulen sind froh, dass jetzt endlich
Absichtserklärung da ist und diese Stellen, die geschaffen worden sind, beibehalten werden können. Die Verstetigung und die Dynamisierung des Paktes sind also wichtig und richtig. 2007 wurde der erste Hochschulpakt geschlossen. Damals war es für die Länder ungewiss, wie sie die steigenden Studierendenzahlen managen könnten, und sie brauchten Hilfe des Bundes. Die zur Verfügung gestellten Mittel waren befristet, das haben wir ja schon gehört, aber die Bund-Länder-Kooperation soll nun dauerhaft laufen. Dazu haben sich Bund und Land bekannt. Das heißt, neu ist, dass die Gelder für die Hochschulen nicht mehr befristet sind. Das ermöglicht den Hochschulen bessere Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Verbunden mit der Entfristung ist aber auch die Erwartung, dass Hochschulen entfristen, und zwar die vielen befristeten Beschäftigungen der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine Chance, Daueraufgaben endlich durch Dauerstellen zu erledigen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben verlässliche Perspektiven verdient. Der Hochschulpakt muss also zu einem Entfristungspakt werden, so auch die Forderungen der GEW. Denn nur die Investition in entfristete Beschäftigungsverhältnisse und gute Arbeitsbedingungen ermöglichen Kontinuität und Qualität in Lehre und Forschung und im Studium generell. Was aber war bislang das Problem? Der Pakt hat 2007 dafür gesorgt, den Personalstand auszubauen. Zwischen 2005 und 2015 stieg die Zahl der Professorinnen und Professoren um 22%, die der wissenschaftlichen Mitarbeiter um 23%. Trotzdem blieb der Personalstand hinter dem Aufwuchs der Studierendenzahlen weit zurück, wenngleich die Zahl der Lehrbeauftragten in der ersten und zweiten Phase des Paktes sogar um 72% anstieg. Aber es gab schwankende Mittelzuweisungen jährlich, und wie gesagt, es war alles befristet, und hauptsächlich sind die befristeten Beschäftigungsverhältnisse für die Hochschulen und auch für die Studierenden ein Problem. Eine Sonderauswertung der Hochschulpersonalstatistik zeigt, dass im Rahmen des Hochschulpaktes 80% der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse befristet waren. 80% befristete Beschäftigungsverhältnisse, meine Damen und Herren. Das heißt, bislang ist der Anteil der befristet wissenschaftlichen Beschäftigten während und durch den Hochschulpakt gewachsen statt gesunken, meine Damen und Herren. Deswegen lesen wir auch gern in Ihrem Antrag und auch im Koalitionsvertrag über den Kodex für gute Arbeit, den wir als SPD in der letzten Legislatur schon auf der Agenda hatten und gefordert haben. Schön ist zu sehen, dass Sie den nun endlich auch berücksichtigen wollen und sich unserer Prämisse anschließen. Das Personal hängt unweigerlich mit den Studierenden zusammen. Ein angemessenes Zahlenverhältnis zwischen Studierenden und Professoren oder Lehrenden ist wichtig, um eine gute Betreuung und eine hohe Qualität von Studium und Lehre zu gewährleisten. Von 2005 bis 2015 sind die Studienanfängerzahlen und auch darüber hinaus über fast 40% gestiegen, in Hessen teilweise auch über 40%, gerade in den Erstsemestern. So hat sich das Zahlenverhältnis von Studierenden und Professoren negativ entwickelt. Zu berücksichtigen gilt dabei auch, dass Professorinnen und Professoren z.B. Deputatsreduktionen haben. Das heißt, der Umfang dann häufig noch geringer ist für die vorgesehene Lehre. So wird die Lehre in wesentlichen Teilen von anderen Personalgruppen getätigt. Im Punkt 6 Ihres Antrags gehen Sie neben der Entfristung der W2-Professuren auch auf die 300 neuen zusätzlichen Professuren ein. Da müssen Sie uns aber auch sagen, wie Sie die finanziell hinterlegen wollen. Vielleicht können Sie, Frau Staatsministerin, nachher noch einmal sagen, wo wir das im Nachtragshaushalt finden können. Schön wäre eine Haushaltsstelle und wie viel Budget denn auch zur Verfügung steht. Aus Sicht
Aus Sicht des Wissenschaftsrates sind angemessene Betreuungsrelationen eine Grundvoraussetzung für gute Lehre. Das Unibarometer, und darauf sind die Kollegen schon eingegangen, hat noch einmal deutlich gemacht, Hessen liegt bei den Betreuungsrelationen an der vorletzten Stelle, und zwar mit 8,2% hinter dem Bundesdurchschnitt. Und den Hochschulen, das möchte ich noch einmal ganz stark betonen, ist hier kein Vorwurf zu machen, da Personal aufgrund von Mangel an Mitteln einfach nicht entsprechend aufgestockt werden konnte. Mit dem Pakt und einer Entfristung muss daher auch ganz klar eine Verbesserung der Betreuungsrelation einhergehen, meine Damen und Herren. Insbesondere auch deshalb, weil die gewachsenen Studierendenzahlen auch mit der ausgeprägten Heterogenität und der Internationalisierung in Verbindung steht. Das bindet natürlich personelle Ressourcen. Und nur dann, wenn eine gute Betreuungsrelation da ist, dann kann man auch betreuungsintensiv Lehr- und Lehrformate durchführen und auch zum Studienerfolg führen. Trotz der Freude über den Pakt und dessen Chancen und Möglichkeiten verrate ich Ihnen nichts Neues, dass die Hochschulen mehr Geld benötigen, dass das Land Hessen da noch mehr draufpacken muss, um die finanzielle Situation der hessischen Hochschulen ihren Aufgaben und Herausforderungen anzupassen. Und hiermit meine ich nicht nur, dass die vereinbarte Studienplatzpauschale schon lange nicht mehr ausreicht. Neueste Berechnungen zeigen, dass da eine Diskrepanz von 10.000 € pro Studienplatz besteht, meine Damen und Herren. Nun ist es Aufgabe des Ministeriums, das, was im Hochschulpakt ermöglicht werden soll, auch hier vor Ort in Hessen umzusetzen. Und bezüglich der Betreuungsrelation muss das Land rechtliche Voraussetzungen schaffen. Hier gibt es Handlungsspielraum. Man kann sich für qualitätsverbesserte Maßnahmen einsetzen, wenn die Einstellung von zusätzlichen unbefristeten Personal eben keine Kapazitätsausweitung bedeutet, sondern einen Kapazitätserhalt, meine Damen und Herren. Und auch die Wahl des Parameters für die Mittelzuweisung hat das Ministerium zu vereinbaren. Im letzten Hochschulpakt, das haben wir schon gehört, ging es ausschließlich um zusätzliche Studienanfänger als Anreiz. Honoriert wurde nicht der Studienerfolg oder Hochschulwechsel. Und da sind sich Fachleute einfach einig, dass das falsch war. Auch hier ist es wichtig, diese Regelung 2060-20 zu diskutieren und für Hessen spezifisch gute Parameter zu gestalten. Deswegen ist es wünschenswert, dass die Kriterien für die Verteilung auf die Länder nicht zwingend für die Verteilung innerhalb der Länder gegeben sein muss. Wir sind daher sehr gespannt auf die landespolitischen Lösungen, verbunden mit der Hoffnung, dass natürlich Stellen tatsächlich entfristet werden, dass die Qualitätsverbesserungen kommen, auch verbesserte Betreuungsqualitäten, die dann natürlich den Beschäftigten und den Studierenden zugutekommen. Der Hochschulpakt ist gut, und jetzt kommt es auf Ihre Umsetzung an. Da ich noch ein bisschen Zeit habe, möchte ich auf einen Antrag der GRÜNEN im Bundestag vom Oktober 2018 eingehen. Dort wurde gefordert, dass mit dem Anstieg der Studierendenzahlen auch stärker in den Hochschulbau, in die soziale Infrastruktur des Studiums investiert werden muss. Das wünschen wir uns ehrlich gesagt auch in Hessen. Und eine Anfrage von uns im Januar dieses Jahres zeigt auch, welchen erheblichen Investitionsstau hessische Hochschulen haben. An Hochschulen braucht es mehr und bessere ausgestattete Räume, damit Studierende eben nicht auf Treppen und auf dem Boden sitzen müssen. Und es braucht deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihren eigenen Anforderungen gerecht werden und ermöglichen, dass mit den entsprechenden Mitteln Arbeits- und Studienbedingungen, aber sich auch Lebensbedingungen und Infrastruktur an Hochschule verbessert werden. Denn nur so kann Wissenschaft und Forschung gestärkt werden. Wir auf jeden Fall werden das Ganze genau beobachten und Sie an Ihr Versprechen erinnern. Danke schön.